Euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Petra, ich nehme dich als meine Ehefrau. Aus Gottes Hand. Ich will dich lieben und achten. Dir vertrauen und treu sein. Ich will dir helfen und für dich sorgen. Ich will dir vergeben, wie Gott uns vergibt. Ich will zusammen mit dir, Gott und den Menschen dienen. Solange wir leben, dazu helfe mir Gott. Andi, ich nehme dich als mein Ehemann. Aus Gottes Hand. Ich will dich lieben und achten, dir vertrauen und treu sein. Ich will dir helfen und für dich sorgen. Ich will dir vergeben, wie Gott uns vergibt. Ich will zusammen mit dir, Gott und den Menschen dienen, solange wir leben. Dazu helfe mir Gott. Andi, ich habe dich gefragt, warum ist Petra die Frau deines Lebens, die Partnerin, mit der du durchs Leben gehen möchtest? Und du hast gesagt, ich habe noch nie einen Menschen getroffen mit so einem großen und reinen Herzen. Noch nie habe ich einen Menschen getroffen, der so sensibel und so feinfühlig ist. Und der einfach so einen faszinierenden, interessanten und anziehenden Charakter besitzt. Ich freue mich einfach so sehr auf die gemeinsame Zeit, die noch vor uns liegt. Und Petra, auch dich habe ich gefragt, warum ist Andi für dich der Mann, mit dem du dein Leben verbringen möchtest? Und du hast gesagt, ich fühle mich bei ihm sicher und geborgen. Er gibt mir immer das Gefühl, etwas ganz Besonderes für ihn zu sein. Was ich besonders an ihm schätze, ist, dass er genauso ein Familienmensch ist wie auch ich. Er ist einfach ein toller Mann mit einem großen Herz. Er ist der beste Ehemann und der beste Papa, den man sich vorstellen kann. Darum liebe ich ihn über alles. Und ihr dürft euch nun ein Zeichen eurer Liebe geben als Mann und Frau vor Gott. Liebe Petra, lieber Andi, ich wünsche euch Augen, die den anderen sehen mit all seinen Sorgen, Nöten und Bedürfnissen, mit all dem, was ihn als Mensch auszeichnet. Ich wünsche euch Lippen, die mehr loben als klagen, mehr bewundern als tadeln, mehr trösten als schimpfen und nicht immer das letzte Wort haben müssen. Ich wünsche euch Ohren für die feine Stimme des Gewissens und die oft ungesagten Worte des Nächsten. Ich wünsche euch Hände, die gerne und ohne Berechnung geben, aber ebenso bereit auch annehmen und sich beschenken lassen können, die sich falten zum Gebet und so in der offenen Hand Gottes liegen und ruhen. Ich wünsche euch Füße, die immer wieder die ersten Schritte wagen, wenn es gilt, Wege zueinander zu suchen in der Ehe und sie zu gehen. Und ich wünsche euch ein Herz, das lieber verwundbar bleibt als hart, das verzeihen und bewahren kann,
und zart und einfühlsam ist und erfüllt mit Freude. Und ich wünsche euch ein lebendiges und grenzenloses Gottvertrauen in allem, was geschieht.